Hallihallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen bei selbstklebefund.com. Mein Name ist Michael Maus. Heute geht es um einen 3M-Stresstest. Wir haben hier eine gegossene Folie. Wir möchten diesen Mercedes nicht in Orange verkleben, keine Bange. Aber wir zeigen einmal, was hält eine gegossene Folie aus. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie sehen, was sie aushält, dann verstehen Sie, warum es Grundbedingung für ein Kraftfahrzeug ist, eine gegossene Folie für eine Verklebung zu benutzen. Das muss nicht von 3M sein, das soll keine Werbung sein. Das kann genauso Hexis, Avery oder weiß der Teufel, was auch immer sein. Aber passen Sie auf beim Kauf bei Ali.com und Co. Denn diese günstigen Carwrapping-Folien sind teilweise monomerer Natur. Das bedeutet für den Indoor-Einsatz und genau der Grund, warum man hier mit einem Schrumpf zu tun hat. Da draußen ist ein Laubsauger unterwegs. Das soll uns aber jetzt nicht stören. Natürlich eine Extrembedingung, denn Scheibe ist nach unten gefahren. Das hört sich etwas an wie eine Trommel. Heißluftföhn geht an auf Maximaltemperatur. Genau das ist es, was wir wollten. Wir sind hier tatsächlich eine Faust tief in der Scheibe. Das Orange hat sich hier leicht verfärbt. Und jetzt geht das Ganze wieder rückwärts. Ich bin immer wieder begeistert, wenn wir auf Schulungen an Kraftfahrzeugen genau diesen Effekt zeigen. Wir waren eine Faust tief in dem Fenster drin. Sie haben gesehen, wie aus diesem wunderschönen Orange ein hellgelb wurde und ausschließlich durch leichtes Anföhnen mit unserem Heißluftföhn haben wir das Ganze wieder zurückverwandelt. Genau das sind die Vorteile von gegossenen Klebefolien. Matte Folien sind da sehr undankbar, weil die matte Oberfläche zerstört werden kann. Aber hier dran sieht man ganz einfach den Unterschied zwischen billigem Schiss und Qualität, wie in diesem Fall von 3M. Doch das soll keine Werbung sein. Auch andere Cast-Folien, Orafol, Hexis, Avery, sind natürlich wirklich top. Nochmals, nur mit gegossenen, hochwertigen Klebefolien werden Sie so etwas hinbekommen. Versuchen Sie das mal mit einer Folie Ihrer Wahl. Sie werden sehen, das wird so nicht klappen. Polymer-kalendrierte Folien kann man dieses Experiment auch mitmachen. Doch solch einen Effekt der Rückverwandlung werden Sie so bei keinen anderen Substraten sehen. Okay, falls Sie Fragen zu Klebefolien, gegossenen Klebefolien, polymer-kalendrierten Folien oder aber auch monomeren Folien haben, können Sie uns gerne ansprechen. Achtung nochmal beim Kauf von Klebefolien, besonders für Kraftfahrzeuge. Achten Sie auf die Qualität, denn eins wollen Sie nicht, das kann ich Ihnen garantieren, Schrumpf, sodass Sie nachher wieder die Originalkarosse unter Ihrer Folie sehen. Also, nicht vergessen, Kanal abonnieren, jetzt klicken. Klicken Sie auch hier unten drauf, Instagram und Facebook, jetzt mit abonnieren, wenn es Ihnen Spaß macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal.